Heute soll es hier um ein paar Shop-Infos gehen, haut aber davor gerne auf den Abo-Button. Danke für euren Support. Schauen wir uns mal den Shop an, denn der erscheint jetzt hier in knappen 7 Stunden und es wird etwas sehr Besonderes reinkommen, denn Fortnite hat eine Kooperation mit League of Legends, müsste das Ganze sein. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe nie in meinem Leben dieses Spiel gespielt, weil man es ja nur mit Maus und Tastatur spielen kann und ich mag keine Spiele, wo man nicht mit Controller spielen kann. Ich bin ja so kompletter Controller-Player sozusagen. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie das denn aussehen wird. Und zwar haben wir hier in der Mitte einmal den Skin. Die hält da so eine Waffe in der Hand, ist kein schlechter Skin jetzt. Auf der linken Seite hier die passende Spitzhacke, die ist nice, die gefällt mir gut. Auf der rechten Seite sehen wir hier so einen Affen. Der erinnert mich irgendwie aus Black Ops mit dem Zombie-Modus. Da gab es ja immer solche Äffchen, die man werfen konnte, wo die ganzen Zombies hingegangen sind. Und es ist dann so explodiert. Das ist ein cooles Backbling, muss ich sagen. Unten rechts gibt es das passende Musikstück dazu. Was haben wir hier sonst noch so für Bilder? Da gibt es noch hier den passenden Ladebildschirm dazu. Hier unten schimmelt der Ariel. Okay, was macht er da? Der schaut da irgendwo rein. Was haben wir hier sonst noch so zu sehen? Nichts ultra krass Besonderes. Dann gibt es hier noch einen Ladebildschirm, der mit im Bundle mit dabei ist. Also gibt es dann sozusagen oben drauf. Was haben wir hier? Sehen wir irgendwas Spektakuläres? Außer den neuen Skin. Ja gut, ein paar Würfel hier, goldener, lilaner. Nichts ultra krass Besonderes meine ich jetzt hier. Was haben wir sonst noch so für Bilder? Hier einmal das Spray. Ist ein bisschen schade, dass das Ganze nicht kostenlos geworden ist. Vielleicht durch Twitch gucken oder Challenges. Aber das wird dann auch mit im Bundle verfügbar sein im Shop. Man kann sich dann natürlich auch alles einzeln kaufen, denke ich jetzt mal. Und so sieht der Skin im Spind aus. Ist wie gesagt kein schlechter Skin, aber kaufen werde ich mir das Ganze nicht. Und hier zu guter Letzt, so sieht es aus, wenn es dann im Shop ist. Das ist jetzt hier so ein Bild vom Shop-Bundle sozusagen. Ist kein schlechtes Bundle, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Vergesst nicht, meinen Code im Shop einzutragen. Danke auch hier für den Support. Und dann beende ich hiermit die kurze Info.